Moin Leute, ich bin der Steffen, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich habe Ferien, also genug Zeit, um mal ein paar Videos rauszuhauen. Manche werde ich jetzt vielleicht so ein bisschen erstellen und vielleicht im Nachhinein mal so hochladen, wenn es gerade nicht so passt, wenn ich gerade nicht so viel Zeit habe. Aber ja, es sind Ferien, also hau die Dinger raus. Es ist ja nicht so, als hätte ich jetzt halt so viel zu tun. Dann kann man halt mal zwischendurch nochmal ein Video mehr, zwei mehr, drei mehr, auf jeden Fall mal ein Video mehr machen. Und gehen soll es heute um den Spielmodus Triggerangriff aus Battlefield 4 Naval Strike. Der soll ja sowas haben vom Titanmodus. Dazu will ich später nochmal kommen, warum da echt arsch viel fehlt, kann man sagen. Aber sonst ist es so Eroberungen mit Mini-Wash, nenne ich es mal. Man nimmt halt Flaggen ein, von denen werden dann so Raketen auf den Träger geschossen, die jedes Team hat. Und ab 50% kann man diesen dann betreten und von innen zerstören. Alternativ könnte man diesen auch so durch die Raketen, die halt von den Flaggen kommen, auf 0% bringen. Das passiert aber momentan fast gar nicht. Also ich habe es vielleicht mal ein, zwei Mal. Das ist halt total gering. Meistens wird er von innen durch die MCOMs zerstört. Davon gibt es im Träger zwei Stück. Nachdem eins kaputt ist, wird das nächste freigeschaltet, wo man hin kann. Eins mehr in der Mitte, eins weiter unten. Und den Träger selber kann man eigentlich von mehreren Wegen betreten. Ich glaube, vier Stück waren das. Und es ist insgesamt recht eng. Dann gibt es noch so Tore, wodurch nur Verteidiger durch können, wodurch halt auch das Gebiet mehr für die Angreifer eingegrenzt ist. Und naja, es ist halt wirklich sehr eng und da laufen teilweise so viele Leute rum, das ist dann schon ein bisschen Chaos. Der Eroberungspart funktioniert eigentlich ganz gut. Ich finde nur, dass es bei der kleinen Variante, also Trägerangriff klein, etwas wenig Fahrzeuge gibt, weil das Gebiet ist eigentlich noch das gleiche, es gibt halt nur weniger Flaggen. Aber die Abstände zwischen den Flaggen sind immer noch sehr groß. Wenn ich dann halt kein Fahrzeug habe, weil einfach eben Skandal ist, dann läuft man Ewigkeiten. Man läuft dann auf offene Gebiete, man ist halt ein super Ziel für Sniper oder für Attack Boats, was alles rumfährt. Und das will man natürlich nicht. Und das ist halt in dem Sinne etwas blöd, weil ich glaube, dann gibt es vielleicht eine Attack Boat pro Team. Vielleicht gibt es da noch irgendwo ein Scout-Heli und sonst halt nur Quads und alles. Und das ist halt insgesamt etwas wenig. Ist natürlich auch verständlich, weil man kann da ja irgendwie keinen Panzer einbauen. Man würde höchstens irgendwie ein M-Track oder LRV mal bringen können. Aber sonst ist es halt irgendwie etwas sehr begrenzt. Dann ist mir auch gefallen, dass ganz viele Leute auf beispielsweise das Attack Boat geiern. Also die sitzen wirklich im Spawn-Menü, was dazu führt, dass halt weniger Leute auf der Karte sind, das halt auch nicht so schön ist. Und wenn man dann in das Boot selber reinspawnen will, dann schaut mal drauf, wie viele Leute auf einmal drin sind. Auf einmal ist das Boot sofort voll, das Ding ist da und voll. Alle wollen da rein, das ist halt schon nicht so doll, wenn halt alle lieber aufs Boot wollen und keiner sich mehr um den Rest kümmert. Naja, das soll natürlich lieber nicht so sein. Dann zu diesem Angriffs-Mini-Wash-Part. Der läuft weniger. Es sind oft mehr Angreifer als Verteidiger. Es gibt mal so, da vielleicht, wo mehr Verteidiger sind. Aber finde ich, hauptsächlich sind es mehr Angreifer. Und ab dann werden die normalen Flaggen einfach ignoriert. Da kümmert sich kein Schwein mehr drum. Vielleicht läuft da mal einer rum, da vielleicht noch. Aber das war's. Der Rest geht aufs Boot. Und das erste MCOM, finde ich, ist erstmal ultra leicht erreichbar. Das kriegt man eigentlich meistens ganz gut gelegt. Das zweite ist abhängig, wie die Verteidiger stehen. Wenn die da alles zugebaut haben, dann kommt man da nicht mehr so gut durch, aber sonst reingerannt. Manchmal geht der Part wirklich ruckzuck, dann bist du da in 3 Minuten durch oder so. Manchmal kann es länger dauern, aber halt manchmal ist es einfach so schnell. Geht rein, gelegt, bam, kaputt, weiter, gelegt, kaputt. Das ist halt blitzschnell und da kommt natürlich null Nervenkitzel auf. Es ist halt irgendwie einfach nur reingerennt, legt das Ding, alle rennen zum MCOM, alle wollen die Punkte haben. Es ist echt so ein blindes Renn rauf, guck nicht, wo was ist und viele werden einfach niedergeschossen, weil sie wie ein Blinder nur aufs MCOM rennen. Nicht so schön. Letztes kann man noch per Fallschirm über die gegnerischen Träger spawnen. Da wird auch gesprochen, ob man das nicht vielleicht noch ein bisschen ändern will, weil da ist halt eh schon viel Feedback bekommen zu dem Modus und hat sich da auch ein bisschen so angenommen, was sie vielleicht ändern wollen. Und halt diese Sache ist auch extrem, wenn du halt sofort über den gegnerischen Träger spawnen kannst, per Fallschirm immer wieder. Kommst du von oben runter, ist halt dieser Dauerangreifer, die da kommen, Dauer auf die Angreifer. Und Verteidiger, nee, die spawnen nicht über den Träger, die spawnen natürlich beim gegnerischen Träger zum Beispiel. Und dann gibt es halt nur Angreifer auf beiden Seiten und keine Verteidiger. Na, soll ja auch nicht so sein. Also sagen es mal so, der Eroberungspart, der wird normal ganz gut funktionieren. Aber bei diesem Rush-Abschnitt muss ich was tun, weil das ist halt irgendwie so ein gefühltes Gimmick, der rennen alle sofort hin. Geht zu schnell und erfüllt nicht den Zweck, den es vielleicht in 21, 42 getan hat. Weil jetzt will ich nochmal dazu kommen, warum es kein wirklicher Titanmodus ist, weil da so viel fehlt. Erstmal haben die Flugzeugträger in Naval Strike eine feste Position und sind eigentlich eine normale Eroberungsbasis, die man als Gegner noch irgendwie
betreten kann, noch Base rapen kann, quasi ja schon, weil die können einen einfach die Boote in der Basis zerstören. Die können sie einfach kaputt schießen. Das ging zum Beispiel vorher nicht in 1.42. Da waren die meisten Fahrzeuge im Träger durch ein extra Schild geschützt. Das konnte man nicht zerstören und die Lufteinheiten da quasi, die konnte man nicht kaputt machen. Dann konnte man halt diesen Träger in 2142 eben bewegen und damit halt diesen Hauptspawnpunkt komplett verschieben. Mein Hauptspawnpunkt war ganz woanders. Meine Lufteinheiten hatten zum Beispiel kürzere Wege und der Titan hatte Geschütze. Man konnte also von oben auf Bodenziele schießen und halt nochmal extra einen Verteidigungspunkt einbauen. Und der Träger in halt Battle 4 hat keine Geschütze, die man selber nutzen kann. Und es wäre, wenn ja, eben nur da ganz hinten, wo sie halt wenig bringen. Und halt, das war nochmal ein ganz expliziter Punkt, der hier natürlich fehlt. Auch der, Rush-Part war es ja in 2142 ja eher nicht. Es war eher so das Mach-Kaputt-Part. Man hatte erst 4 normale Ziele, meine ich. Und dann gab es einen großen Kern, den man kaputt schießen sollte. Aber halt, wie gesagt, schießen. Es wurde nichts gelegt. Also, wer auf diese Geräte schießt, konnte sich sonst nicht wehren, also musste den Leuten vielleicht irgendwie ein bisschen Rückendeckung geben. Normal jetzt, MCOM wird gelegt, den gibst du kurz Rückendeckung und dann gucken natürlich alle wieder normal weiter und jeder kann kämpfen wie vorher auch. Und das war vorher halt aufgeteilt in 2142, man musste halt schauen, wer schießt das Ding ab, wer passt so ein bisschen auf, ob die Gegner kommen. Die Bomben waren auch für die nochmal deutlich leichter erreichbar, weil dort gab es so, Durchgänge auch, wie halt hier, wo halt nur die Verteidiger durch können und nicht die Angreifer. Aber man konnte als Verteidiger schon vorsehen, ob da einer Gegner ist. Also es waren halt solche, so Laserwände quasi, wo man halt durchgucken kann, aber nicht durchschießen. Und da kommen halt nur die Verteidiger durch. Und die konnten halt vorher schon so sehen, oh, sind da welche. Und halt jetzt in Naval Strike ist da so ein Tor, das geht dann auf. Und erst dann siehst du, ob da Gegner sind. Und die ballern natürlich sofort auf dich drauf und du kannst auch nicht mehr in Deckung gehen. Normal gehst du einfach wieder hinter die Wand in 2142. Hier ja nicht, das Tor ist offen, alle ballern dich ab. Nicht so schön, geht leider nicht so doll. Dann war der Titan in 2142 deutlich schwerer zu betreten, kann man das sagen, und das Vorrücken ging langsamer voran. Man hat noch so einen kleinen Vorweg halbwegs, wo man durch musste, durch Lüftungsschacht oder unten durch. Und es hat ein bisschen gedauert. Also es war wirklich so ein verbitterter Kampf, bis es dann mal voranging. Das hat einfach viel länger gedauert. Das ging vielleicht eine Viertelstunde teilweise, noch länger. Die ganze Runde hat man da drin rumgehockt. Und da war man eigentlich auch quasi gezwungen, den Titan mit den Raketen zu zerstören von den Eroberungsflaggen aus, weil es halt so langsam voranging, weil es nicht geklappt hat. Und jetzt hier kannst du sofort rein, du siehst das MCOM direkt, kannst hinsprinten. Das ist halt, das geht halt eben viel schneller und es fehlt so ein bisschen dieser verbitterte Kampf. Und ja, finde ich halt eben nicht so schön. Und zu guter Letzt fehlt natürlich diese Endsequenz. Das war auch wieder nur so ein Gimmick, also es war halt spielerisch nicht so wichtig. Aber es war halt irgendwie schon geil. Am Ende, wenn der Titan kaputt geht, ist man halt eben vom Titan runtergesprungen, per Fallschirm, so noch eine kleine Endsequenz, so was wie bei Titanfall, halbwegs so ein Ende noch so ein kleines. Wie gesagt, war so ein kleiner Zusatz. War aber eigentlich ganz cool gemacht, hat auch richtig Bock gemacht. Das fehlt jetzt so ein bisschen. Wobei ich halt da wirklich sagen muss, es ist nicht so schlimm. Das ist nicht so das große Problem. Es hat nur so ein kleiner Zusatz. Aber halt so der ganze Rest, der macht sich bemerkbar, dass das halt eben kein Titan-Modus ist. Jetzt gibt es bestimmt noch irgendwas, was ich vergessen habe. Ist auch abhängig, das Gameplay war damals ja auch früher ganz anders. Aber es ist halt sehr lange her. Battlefield 2142 hat schon ein paar mehr Jahre auf dem Buckel. Ich kann mich auch nicht mehr an alles perfekt erinnern. Ich habe zwar zuletzt 2013 mal kurz gespielt, Dezember ungefähr. Aber halt, wie gesagt, ist eine Weile her. Insgesamt kann man halt sagen, Trägerangriff taugt schon was. Aber es ist halt eben nicht das, was sie so ein bisschen angepriesen haben, so den neuen Titan-Modus, das ist halt auf keinen Fall. Aber sonst, man kann es bestimmt spielen, ist aber nicht so meins. Ich würde sagen, lieber das normale Eroberung, das macht sich da vielleicht ein bisschen besser. Ich glaube, mehr Flaggenpunkte, mehr Fahrzeuge, finde ich etwas sinnvoller als ein Trägerangriff. Für diesen kleinen Mini-Wash-Part am Ende lohnt sich das in meinen Augen nicht wirklich. Ja, das war's mit diesem Video. Mir wurde ja noch der Rush-Modus angepriesen, dass der gut sein soll. Also bis jetzt war das ja der letzte Rotz, den ich da ja auf Naval Strike gespielt habe. Vielleicht kann es noch besser werden, aber bis jetzt ging das ja gar nicht. Die sind ja schlechter als die Main-Karten. Also da muss ich mal gucken, ob das nicht wirklich mal so zufällig war, aber ich habe echt ein paar Runden gespielt und das ging gar nicht. Ja, das war's mit diesem Video. Haut rein, Leute. Ciao.